wunderschöne Fotobücher fürs Leben. Das ist mein heutiger Tipp. Und zwar mein Doppelpack mit meiner Zwillingsschwester Angelina. Sie ist nämlich heute die Kreatorin dieser wunderschönen Bücher. Angelina, die legendären, wunderschönen Fotobücher, die liegen immer überall rum, bei der Verwandtschaft, Freunden. Und wie bist du eigentlich, wie hat das gestartet mit dieser Idee? Ja, ich tue ja sehr gerne fotografieren. Ah, das weiss ich. Das stresst mich immer mit deinen Fotos. Ja, und die Fotos sind halt immer im Computer digitalisiert und man hat sie nie so richtig sehen. Und da habe ich mir gedacht, machen wir mal ein schönes Geschenk und tun die Fotos aber ein bisschen speziell platzieren, ja. Und verschenken. Und so habe ich angefangen, ein paar Bücher zu kreieren. Und ich habe mich immer weiterentwickelt, bis die entstanden sind, die Wahnsinnigen. Ja, unglaublich, da muss man reinschauen. Ja, ich denke, so wie ich es gesagt habe, das sind Bücher fürs Leben. Und zwar sind einfach nicht nur Fotos drin, weil das kann ja mittlerweile jeder, der ein bisschen Handfertigkeit hat oder mit dem PC ein bisschen rauskommt. Aber so wie sie es macht, das ist einzigartig. Meine Fotobücher erzählen eine Geschichte. Zum Teil ist es wie ein Hochglanzmagazin, ein Vogue oder ein Reisemagazin oder auch ein Comic. Wo holst du deine Inspirationen her? Ja, also es variiert ja, was für ein Thema ich die Fotos gemacht habe. Wenn es ein Kongress war oder wenn es Ferien war oder Fotoshootings. Fotoshootings? Okay. Und ab dann kreiere ich dann spezielle Geschichten. Also du personifizierst an der Person? Ja, auf der Person. Okay, und wie lange hast du für so eine Geschichte, so ein Buch zum Beispiel? Es variiert, es gibt Bücher, da hatte ich schon ein halbes Jahr gehabt, aber jetzt mittlerweile kann man es haben in 2 bis 3 Wochen. 2 bis 3 Wochen. Und das heisst, du schaffst daran ein paar Stunden, oder? Kann sein, dass ich jeden Tag von 8 bis 10 Stunden daran arbeite. An meinem Buch. Also wir sehen, wer hat schon Zeit für so etwas? Das Traumhafte bei den Büchern von Angie ist, dass die Menschen komplett in eine neue Welt eintauchen können. Plötzlich sind sie Superstar. Sie werden begleitet von Karl Lagerfeld als Model oder als Superstar oder als Schauspieler oder auch als Comicfigur. Also alles ist möglich in diesen wunderbaren Büchern. Ein super Geschenk für zum 50., 60., was auch immer oder sonst einen schönen Event. Es wird sich nicht nur Familie und Freunde freuen ab diesen Büchern, sondern das kann jeder. Was brauchst du, wenn jetzt jemand ganz Fremdes will, auch so ein Buch von dir hat? Ja, ich brauche unbedingt einen USB-Stick, wo die Fotos digitalisiert sind. Und wie ist es, wenn zum Beispiel niemand rauskommt mit dieser ganzen Technik? Kann man einfach die Packung Fotos mitbringen? Ja, die ganze Packung mitbringen, dann scanne ich es ein. Es gibt natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber möglich ist das. Und vom Anfang bis zum Schluss braucht es wie viel Zeit oder wie viele Sitzungen? Es gibt 2, 3 Sitzungen im Ganzen. Und die Arbeit ist 2 bis 3 Wochen. Also genug Zeit einberechnen. Aber wie ist es denn, wenn jemand der Ablauf eigentlich, wenn jemand zu dir kommt? Wie tust du das aufbauen? Ja, er kommt einmal vorbei, schaut seine Bücher an, welche Richtung er möchte. Also, die du schon gemacht hast? Die, ich gemacht habe, hat er eine Idee. Dann gehen wir entweder Fashion oder wir gehen Richtung Adventure. Okay. Oder Hochzeit, aber immer speziell gemacht. Okay. Und dann tue ich es schon mal aufstellen, so wie ich mir das denke. Und dann gibt es einen zweiten Termin, dann tut er das anschauen und dann kommt Text drin. Und das tun wir auch besprechen mit den Namen schon im Voraus. Und am Schluss, da tue ich das schon mal vorbereiten. Und am Schluss tun wir das noch mal alles durchschauen, wenn es okay ist. Und in Fremdsprachen geht das auch? Oder ist es immer nur auf Deutsch? Nein, das geht auch in Fremdsprachen. Italienisch, Französisch, Englisch. Die Bücher haben natürlich seinen Preis. Es ist enorm viel Arbeit und viel Liebe zum Detail dahinter. Und man muss mit etwa 1'000 Franken rechnen aufwärts. Plus noch das Digitalisieren und natürlich auch das Material. Das heisst, der Druck von dem Buch. Und aber es lohnt sich, weil es ist ein Buch, wo du dich ein Leben lang kannst darauf freuen. Und es ist Sachen, die du einmalig kannst machen, wo du so etwas schenken. Also ich finde es absolut lohnenswert. Ich sehe immer, wie sich die Menschen erfreut haben, die so ein Buch bekommen haben. Und meine Schwester Angelina, die macht das wunderbar. Und ich hätte die Nerven nicht, aber sie hat die, Gott sei Dank. So, Lina, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man so ein Buch kreieren lassen? Ja, man kann mich unter fotobookrossi@gmail.com erreichen. Dann würde ich euch gerade kontaktieren und fürs Prozedere. Und das weitere Prozedere dann besprechen? Besprechen. Okay, wunderbar.